Hallo und willkommen wieder auf der Koppel. Nala und Balu sind schon im Auto, weil ich gleich wieder los muss. Und jetzt kommen mir gerade Alia und Peppa, weil sie gucken, was hat die denn da in der Hand? Da müssen wir nochmal gucken. Und heute wollte ich euch nochmal Alia zeigen. Schau mal, die ist schon ganz groß geworden. Jetzt kommt noch Pixi und guckt, was machst du denn mit den Fohlen? Muss ich auch mal gucken, ne? Muss ich auch mal gucken. Genau, aber ich mache gerade ein Video, liebe Pixi. Und schaut mal, wenn ihr Alia so sieht, ist sie ja total hübsch. Und die wird immer beste Freundin, immer mehr von Peppa und so. Das ist alles sehr schön. Und gleichzeitig war die Mutter einfach schon ein bisschen alt, um nochmal Mutter zu werden. Und so hat leider Alia eine kleine Behinderung. Und so für Rennsport und Zucht und so weiter ist das dann etwas Minderwertiges und Schwäche. Und ich finde das ziemlich brutal. Und das erinnert mich daran, dass das biblische Konzept von Schwäche und Stärke ein ganz anderes ist, als was wir so denken. Wir denken, wenn alles stark ist, alles gut funktioniert, das ist toll. Bei Gott ist es so, dass er sagt, dass er gerade im Schwachen stark sein will. Und so glaube ich auch, dass Gott auch für Alia eine Bestimmung hat. Sie wird kein Rennpferd und sie wird wahrscheinlich keine Zuchtstute oder irgend sowas werden. Aber sie hat einen ganz tollen Charakter, sie ist total lebendig, sie kann sehr gut in Beziehung treten. Und ich bin mal gespannt, was Gott mit diesem, in Anführungsstrichen, schwachen Pferd für Stärke zeigen will. Ne, Alia, da kommst du mal an. Insofern, alles, was wo wir denken, das ist schwach, kann Gott, das sagt sie jetzt auch nicht, ja, komm ganz nah, das ist Stärke, weil Gott so viel mehr machen kann aus dem, wo wir denken, das ist doch schwierig. In dem Sinne ist Alia ein ganz tolles Vorbild mit ganz tollen Augen. Ganz viel Segen dir. Tschüss.